Und wir lernen den nächsten Hauptcharakter kennen. Das ist der dritte. Und insgesamt gibt es vier. Joa, Ladezeiten. Immer dieses Sauwetter. Noch ein Ermittler anscheinend. Aber diesmal nicht wegen privaten Gründen hier. Dafür aber mit anderen Problemen anscheinend. Ich kann es euch sagen, Leute, also mit diesem Charakter hatte ich in meinem allerersten Durchgang die größten Schwierigkeiten. Aber seht selbst. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Okay. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Ein Privatdetektiv und einen FBI-Ermittler. Mal sehen, ob sie hinter der gleichen Sache her sind. Gehen wir erstmal da rein. Videomemo 1, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. So, unser kleiner FBI-Agent ist natürlich mit den größten Hightech überhaupt ausgerüstet, nämlich seiner ach so tollen Brille. In dieser Brille können wir ein kleines Gebiet um uns herum scannen, so wie eben. Und dann finden wir Dinge, die andere Polizisten nicht finden, wie zum Beispiel das hier. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Ja, natürlich findet man dann auch irrelevante Dinge. Scannen wir uns erstmal durch, bevor wir diesen Blake suchen. Der wird uns schon nicht wegrennen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Da haben wir noch eine Spur. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab. Aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden in hohem Gras. Ist wohl das Ende der Spur. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Ja, geh mal lieber da runter. Man weiß ja nie. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Okay, das ist doch mal eine Spur. Gehen wir mal weiter gucken. Vielleicht finden wir noch was über den Täter heraus. Wir wissen zwar noch gar nicht, was er getan hat, aber wir suchen mal.
AI-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Da ist er anscheinend geflohen. Ja, sehr geschickt. Wir sind oben, immerhin. Mal scannen hier. Hier will er gar nicht scannen, also weiter. Noch eine Ebene höher. Okay, der Highway. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Kann sein, muss aber nicht sein. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ein sehr guter Hinweis, wenn wir schon mal das rausfinden könnten. Das würde die Zahl der Verdächtigen sicher dezimieren. Okay, sonst ist hier nichts. Zur Straße laufe ich bestimmt nicht. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn Sheldon die Sache überlebt. Denn ich hatte an zwei Punkten Schwierigkeiten, ihn heil durchzubekommen. Ich werde es euch sagen, wenn es soweit ist. Ich werde mir natürlich Mühe geben, jetzt nicht auf die Fresse zu fallen und ihn generell unbeschädigt durch das Spiel zu bringen. Ah, das hatten wir geschafft. Schnell über die Gleise. Und jetzt suchen wir doch mal Blake. Und wir schauen uns mal das Opfer an, das es hier anscheinend gibt. Das wäre doch auch mal sinnvoll. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. Immer zu dem, der wichtig aussieht. Der nicht so eine bekloppte Regenkluft dran hat. Mal gucken. Blake? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also... Was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles?
Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Okay, ich mag ihn nicht. Aber ich glaube, so ergeht es vielen. Vielleicht die noch was fragen? Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Oh ja, so ein Käppchen wäre doch jetzt nicht schlecht. Hau weg das Zeug. Und dann schauen wir uns mal die Leiche an. Tja, wir sollen Blake eigentlich sagen, wenn wir was finden, ob ihn die Reifenspuren interessieren? Naja. Gehen wir zur Leiche. Vielleicht finden wir ja noch was mit unserem tollen Spielzeug. Ja, Jaden ist der Charakter, der immer diese Science-Fiction-Elemente, also die halben Science-Fiction-Elemente in das Spiel einbringt. Hält sich aber an Grenzen. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Oh, da schauen wir mal uns um. Fangen wir da hinten an. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Sind ja auch wichtige Hinweise. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Haben wir das schon angeschaut? AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Nun gut, wir wissen einiges mehr über diesen Origami-Killer. Fakt ist, er lässt immer eine Origami-Figur in den Händen seiner Opfer. Ich fahre jetzt. Ich sehe sie dann im Revier. Okay. Bis später. Fakt 2, eine Orchidee auf der Brust. Was auch immer er damit bezwecken möchte. Wir werden es sicher noch herausfinden. Ah, da kam der Zug da hinten. Wusste ich doch. Genau, zieh die Brille ab. Wir sind hier nicht bei CSI. So, verschwinden wir hier von hier. Dem Sauwetter. Jaden schnallt sich nicht an. Der hat keine Lust. So, und damit kennen wir auch diesen Charakter. Mein kleines Problemkindchen sozusagen.